Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht's mal wieder um Paragon-Kisten und zwar, ja, leider nicht um neue, sondern immer noch um alte aus Shadowlands. Die hängen mir noch ein bisschen nach, denn ich brauche aus den Paragon-Kisten, beziehungsweise aus einer von den Vorräten der wilden Jagd, noch eine Soulshape-Gestalt. Und deswegen habe ich jetzt ja über längere Zeit wieder ein paar Kisten zusammengefarmt. Diesmal müssten es insgesamt 3 Stück sein. Und ich hoffe, ich kriege die Stachelschwein-Seelengestalt ja nicht raus, dass ich sowohl die Soulshape-Gestalt habe, als auch dementsprechend die Quest dazu. Eine haben wir hier oben schon mal. Ich habe auch noch eine normale Kiste, die ich jetzt eben für die Berufungsquest gemacht habe. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir hier mal rein. So, erste Kiste, Daumen drücken. Ah, dieses Dreckspad, ich sag's euch. Dann habe ich noch eine zweite Kiste, die wir hier holen können. Also Kiste Nummer 2. Nochmal das Pet. Ich hasse dieses Viech. Das ist... Gut, dann können wir jetzt hier noch eine Berufung abgeben. Und damit haben wir noch eine dritte Kiste uns freigespielt. So, alle guten Dinge sind 3. Hockt euch hin, drückt aktiv die Daumen. Ich will die Daumen gedrückt haben. Und jetzt hoffen wir, dass das Teil drin ist. Bitte, ich will hier nicht nochmal eine 3 Monate Berufungsquest machen. Ah, das ist sie! Ah, nice! Nice! Endlich! Gut, ihr habt die Daumen gedrückt, ich hab's gemerkt. Sehr schön. Na, endlich! Mit dem Shadowlands-Content hier durch. Wie viele Kisten habe ich da jetzt aufgemacht? Ich war komplett Shadowlands, habe ich den Scheiß gefarmt. Ich hab nur dieses Drecksviech wieder gesehen und dachte mir, schon wieder der Kack, aber die Soulshape war auch drin. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob mein Soulshape-Addon habe ich nicht aktiv. Aber ich müsste jetzt, was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche jetzt, glaube ich, noch eine Soulshape aus dem Raid brauche ich, glaube ich, nur eine. Und dann haben wir sie alle, oder? Ich bin jetzt gerade überlegen. Ich könnte auch schon einmal ein Soulshape-Addon anmachen. Da jetzt einiges am Rumbuggen ist, habe ich alle möglichen Addons ausgemacht, die ich nicht unbedingt brauche. Und klar, das Soul Shape Journal ist jetzt kein Addon, was du unbedingt brauchst. Und umso weniger Addons man aktiv hat, umso weniger Bugs, ne? Und dementsprechend habe ich es mal ausgeschalten. Ich meine, ich brauche noch jetzt eine Soul Shape Gestalt aus dem Raid, also aus quasi dieser Sepplica of the First Ones. Ich bei irgendeinem von den Bossen im HC, ich meine bei diesem Pantheon gab es das. Und sonst, die Ratten-Soul-Shape hatte ich mir noch geholt, bevor Dragonflight gestartet ist. Und die ist es auf jeden Fall nicht mehr. Und dann hat noch irgendwas gefehlt, aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war, ehrlich gesagt. Aber dafür haben wir Addons. Und, ah ne, es fehlt nur noch eins, ne? Dann nicht gesammelt raus. Ah, es ist tatsächlich nur noch die vom Mausoleum, ne? Prototyp Pantheon, so hieß das. Das ist die allerletzte, die mir fehlt. Alle anderen habe ich tatsächlich. Also es sind jetzt 72 von 73 und gut, in das Pantheon muss ich dann eh irgendwann mal noch reingehen zum Thema farmen, dann werden wir das Ding hoffentlich mitnehmen und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Opening. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dahin. Ciao.